Wenn du die Wahl hättest, diese Bitcoin-Münze oder 10 Euro, was würdest du nehmen? Münze. Münze? Ja. Gib mir mal eine Münze bitte. Warum die Münze? Ich glaube, weil das Bitcoin in Zukunft hat einfach. So, Freunde, ich habe heute wieder mal Caro aus seinem Büro rausgelockt. Und heute geht es um die Frage, eine, in Anführungsstrichen, echte Bitcoin-Münze oder 10 Euro. Viel Spaß. Das hier ist eine Bitcoin-Münze. Mhm. Würdest du gerne die Bitcoin-Münze haben wollen oder 10 Euro? Ist das eine echte Bitcoin-Münze? Das ist die Frage. Ja, dann würde ich es versuchen, statt 10 Euro zu nehmen. Mit der Bitcoin-Münze? Gib mir mal eine. Hier. Danke. Viel Spaß. Das ist keine echte Bitcoin-Münze. Bitcoin gibt es nicht in der physischen Form. Nur digital. Nur digital. Ja. Danke. Gerne. Hier, aber du kriegst dennoch, weil du so sympathisch warst, nochmal 10 Euro. Okay. Informiere dich zu Hause über Bitcoin. Würdest du eher präferieren, dass ich dir eine Bitcoin-Münze oder 10 Euro gebe? Münze. Ja, das ist für dich. Danke. Muss aber bedenken, das ist keine echte Bitcoin-Münze, ne? Egal. Bitcoin gibt es nur digital. Vielleicht finde ich ja eine, gib mir 20. Wer weiß. Aber sag dem das auch. Ja, ist auch gut, ne? Vielleicht finde ich ja jemanden, der gibt mir 20. Hat er richtig Business gemacht. Ja, ehrlich. Wenn du die Wahl hättest, diese Bitcoin-Münze oder 10 Euro, was würdest du nehmen? Münze. Münze? Ja. Gib mir mal eine Münze bitte. Warum die Münze? Ich glaube, das Bitcoin in Zukunft hat einfach. Und was glaubst du, wie viel ist sie wert? Nimm sie doch, keine Angst. Keine Ahnung. Aber ich vertraue drauf. Ja. Aber das ist keine echte Bitcoin-Münze, ne? Ja, klar. Weil die gibt es nur digital. Ja, was Bescheid. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, mein Lieber. Der Arme, der sah so eingeschüchtert aus. Der hat richtig leid. Schon mal was von Bitcoin gehört? Ja. Würdest du, wenn ich dir das Angebot mache, eine Bitcoin-Münze oder 10 Euro, was würdest du nehmen? Die Bitcoin-Münze. Warum? Gib mir mal eine erstmal. Warum würdest du es machen? Kann ja ein Wert steigen, oder? Wenn dieser Bitcoin an Wert steigt, wie würdest du ihn dann veräußern? Weiß ich nicht. Einfach jemand anderen verkaufen? Ja. Geld, oder? Okay. Du musst verstehen, diese Bitcoin-Werte, die wir gegeben haben, die hat nur digital einen Wert. Ja. Diese physische Bitcoin-Münze hat keinen Wert. Du bekommst dennoch 10 Euro von mir. Okay, du bekommst beides von mir. Schönen Dank dir. Ja, danke dir, ciao. Wenn die Leute vor allem nach Hause gehen, sagen, ich habe 10 Euro bekommen für eine ganz einfache, banale Frage, der wird sich safe darüber informieren, was Bitcoin ist. Und somit ist das Ziel erreicht. Erzählt seinen Freunden wahrscheinlich auch darüber. Ja. Das ist echt nice. 28.09.1787. Krass. Könnt ihr euch vorstellen, wofür das Datum hier steht? Wir sagen es euch am Ende. Safe wirst du vergessen, es am Ende zu sagen. Nein, sag mal am Ende. So wie die Campphase. Dafür habe ich ja dich, Bruder. Ja, ich erinnere dich extra nicht dran. Damit du das vergisst. Wenn sie sich entscheiden würden für eine Bitcoin-Münze oder 10 Euro, weißt du, was würden sie nehmen? Bitcoin wäre schlauer. Dann bitte. Du siehst. Aber es ist kein echter, eine Bitcoin gibt es nur digital. Wollt ihr keinen Bitcoin haben? Nee, ich habe nur noch 3 Bitcoins. Bitte. Wie? Ja. Auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, stimmt auch. Immer. Aber wenn ein Student, ein BWL-Student, nicht weiß, was Bitcoin ist, dann nehmen wir von ihm 10 Euro heute. Ja. Wenn er das nicht weiß, kriegt er... Wird er abgezockt. Wird er abgezockt, safe. Das hier ist eine Bitcoin-Münze. Wenn ich dir sage, eine Bitcoin-Münze oder 10 Euro, eins von den beiden kannst du jetzt haben, was würdest du nehmen? Die Münze? Gib mir eine Münze. Warum? Weil du, glaube ich, mehr wert sind, nicht? Ja, ist die Frage. Aber könnte mehr wert werden. Ja? Wie kommst du drauf? Weil Bitcoin, der Kurs steigt und sinkt. Ach, von der Münze auch? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht so gut gefasst. Ja, das ist nur eine physische Münze. Die Bitcoin gibt es nur digital. Aber du kriegst dennoch 10 Euro. Zu Hause, aber mit einer Bedingung. Wenn du nach Hause gehst, informierst du dich über Bitcoin. Okay? Ich danke dir. Ciao. Was habt ihr gemacht? Können wir dir verraten? Könnt ihr nicht verraten? Können wir. Doch. Können wir dir für euch beiden verraten? Ja. Seid ihr Studenten? Ich ja. Ich fange an. Welcher Studiengang? Angewandte Wirtschaftssprachen. Angewandte Wirtschaftssprachen. Also BWL habt ihr auch mit drin, ne? Genau, ja. Das hier ist eine Bitcoin-Münze. Ja. Wenn ich dir sage, ich gebe dir eine Bitcoin-Münze oder 10 Euro, was würdest du nehmen? 10 Euro. Warum? Ich kann mit der Bitcoin-Münze nichts anfangen. Warum nicht? Weil wenn ihr da keinen Chip drin habt, wo ein richtiger Bitcoin drauf ist, ist das für mich wertlos. Richtig, 10 Euro. Danke, so einfach? Klar. Cool. Schönen Tag noch. Hat der BWLer nochmal Glück gehabt? Hat er Glück gehabt. Ja. Angewandte Wirtschaftssprachen ist ja eigentlich quasi das Gleiche. Ihr wisst ganz genau, was das hier ist. Euch können wir natürlich nicht veräppeln. Und ihr würdet euch natürlich auch für die 10 Euro entscheiden. Darum meldet euch über unseren Link in der Videobeschreibung bei Bitwarwan und sichert euch die 10 Euro, Leute.
und tradet bei der sichersten großen Exchange weltweit. Viel Spaß dabei. Schau mal, das ist eine Bitcoin-Münze hier, ja. Eine physische. Ja. Wenn ich hier ein Angebot machen würde, diese Bitcoin-Münze oder 10 Euro, was würdest du nehmen? Also die Münze ist ja an sich erstmal gar nichts wert. Okay. Weil das ist Bitcoin, das funktioniert nur in der Blockchain, das da ist nicht in der Blockchain. Oh, warte mal kurz. Hier erstmal für Bitcoin 10 Euro. Ja. Nimm die mal. Ich weiß nicht, ob ich die gerade halten will, das ist dann schon so eine Vorentscheidung. Wenn das nicht beides bei dir ist, habe ich mich noch nicht entschieden. Ach so, du bist noch entscheiden, okay. Genau, dann kann ich mir dein Argument erst noch zu Ende anhören okay. Und dann entscheiden. Okay, so, schön. Erzähl mal weiter, du hast Bitcoin, Blockchain gesagt, also je mehr... Also ich weiß nicht, ob das da wirklich ein Bitcoin ist, das in der Blockchain verbirgt ist. Davon okay. Weiß ich auch nicht, ob ich das jemals in Legal Tender, also Geld, mit dem ich was kaufen kann, umtauschen kann. Okay. Und wenn ich das nicht kann, dann ist das in dem Moment höchstens der Materialwert, was ich annehmen würde, was so 15 Cent sind bei der Münze. Du hast die Münze etwas unterbewertet. Diese Münze hat auf der anderen Seite das CryptoJuice-Logo. Okay. Das heißt, sie ist spekulativ viel mehr wert als der Preis für das Material. Ja. Ja. Aber du hast drei schöne Worte gesagt, deswegen würde ich dir gerne 30 Euro geben. Okay. Die Bitcoin-Münze an sich ist nichts wert. Solange sie nicht einen Bitcoin-String verbirgt, der irgendwo in der Blockchain... Oh, je, wenn du jetzt nicht aufhörst, bin ich gleich pleite. Nimm erstmal die 30 Euro ja, gut. Und ich glaube, du klärst uns lieber auf. Okay. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Also, Crypto Heroes ist unser YouTube-Channel. Ja. Das ist auf der Rückseite. Es gibt nur 500 von den Münzen. Ah, okay. Also, also 500 Bitcoin-geprägte Münzen, die irgendwie von den 21 Millionen Bitcoin abgehen. So würde ich das nicht sehen, aber kannst du auch sehen, wenn du möchtest. Okay, alles klar. Schönen Tag dir noch. Danke dir. Man hätte noch ein bisschen mehr erzählt, hätte ich ihn jetzt schon ins Team geholt von CryptoJuice. Alle Scheine hätte er geschickt. Bevor wir pleite sind, habe ich gesagt, komm, hör bitte auf. Guter krass, Mann, der Typ. Ehrlich. Aber der Typ, der war Hammer. Ja, guck mal, da gibt es einerseits Leute, die genau davor einer. Ich frage, der geht einfach an mir vorbei, ohne was zu sagen. Und er legt extra sein Telefonat auf, sagt, hey, kann ich später zurückrufen. Hammer Typ. Solche Menschen haben es einfach verdient, ehrlich. Das hier ist eine Bitcoin-Münze. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ja? Wenn ich dir sage, 10 Euro oder diese Münze, was würdest du nehmen? Die Münze. Warum? Ja, Bitcoin ist viel wert. Gib mir mal die Münze, bitte. Echte, originale Münze von CryptoJuice. Was ist sie wert? Ich weiß gerade nicht, wie viel sie im Moment wert sind. Ja, ungefähr. 3.000-4.000 Euro. Und wie würdest du sie jetzt veräußern, die Münze? Das ist eine physische Münze, die gibt es gar nicht in dieser Art und Weise. Das ist nur, ein Geschenk. Richtig, ganz genau. Deswegen wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, du hättest dich für die 10 Euro entschieden. Aber weil du so schön gefragt und erzählt hast, gebe ich dir noch 10 Euro. Dankeschön. Schönen Tag noch, beides kriegst du. Wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen einer Bitcoin-Münze und 10 Euro, für was würdet ihr euch eher entscheiden? Wahrscheinlich für die 10 Euro, für die Bitcoin-Münze wahrscheinlich schlauer. Warum? Weil die mehr wert ist. Dann kriegen Sie eine Bitcoin-Münze und Sie 10 Euro. Ja. Nee, alles gut. Dann können Sie beide haben. Wirklich? Ja. Dankeschön. Aber nicht vergessen, das ist eine physische Münze natürlich. Bitcoin gibt es nur digital. Ne? Ja. Schönen Tag euch noch. Dankeschön. Ciao. Aber alles, was umsonst ist, ist schlecht. Und alles, was mit Geld zu tun hat, ist auch schlecht. Und das haben wir beides kombiniert heute. Ja. Man braucht gar nichts anderes mehr auf der Welt. Ja. Bitcoin lebt. Bitcoin ist alive. Ich finde das immer so gestört wie Michael Saylor immer. Ne? Ja. Was der immer postet. Bitcoin is energy. Ja. Und dann kommt der nächste Tweet so. Bitcoin is alive. Was ist das? Oh Mann, ey. Ja, ich finde Bitcoin auch toll. Aber man muss da nicht so einen Schwachsinn von sich geben. Bitcoin ist ja leicht. Ich meine, komm. Das ist ein Riesenproblem. Ne? Auch bei XRP oder bei einigen anderen Coins. Dass die Leute glauben, in dem Moment, wo sie da rein investiert haben, dass sie verheiratet sind mit diesem Coin. Ja. Jeder, der was Schlechtes darüber sagt, den müssen sie auseinandernehmen. Ne? Ja. Da habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Mit Schwerpunkt Maschinenbau. Ja, da hören wir doch was im Kopf. Was ich studiert habe, sage ich lieber nicht. BWL, ne? Nein, lieber nicht laut sagen. Muss man sich heute als BWLer ja schämen. Muss man sich schämen, aber richtig. Was hast du studiert? Ich glaube, ich mit der Einzige, der das studiert hat, mit einer Intention dahinter, weil ich wirklich Interesse daran hatte. Ja. Nicht einfach so, ach komm, nimm mal das, was gerade... Das machen ja die meisten. Was soll ich machen? Keine Ahnung. BWL. Dann BWL, ja.
Und jetzt hat sich das so gedreht, dass man sagt, was hast du studiert? Nichts.